Hallo und herzlich willkommen hier im wunderschönen Falkenstein. Fichtenholz, ich brauche kein Fichtenholz, Junge, ich brauche ein bisschen Erde. Oder Cobblestone, nehme ich auch. Okay, wir müssen nämlich von außen, müssen wir nämlich jetzt auch ein bisschen was machen. Wir haben beim letzten Mal haben wir das von innen angepasst, jetzt passen wir es von außen an. Also von außen haben wir das... Wir haben es von außen gemacht. Moment mal, wir können das gar nicht so von außen anpassen. Wenn wir es von außen anpassen, dann haben wir nämlich ein klitzekleines Problem. Eins, dann machen wir das so, zack und so. Den weg, den hin und dann so, so und so. Ja, das könnte man machen. Ja. Doch, das kann man so machen. Dies passt so. Ja, hier unten sind natürlich Spinnen und anderes Gedöns. Was uns überhaupt nicht interessiert. Sagen wir es mal so, es interessiert uns schon, aber was mache ich denn hier? So, zack, zack, zack. Den hier weg, den hier weg, den hier weg, den hier weg und den da weg. Den hin, den dahin und den dahin. Und dann von innen nehme ich die beiden hier so, ne? Das ist so ein bisschen... Genau. Okay. Haben wir auch. Sehr schön. Ich sehe Falkenstein, wir verstehen uns. So, 1, 2, 3 ist dann hier oben. 1, 2, 3 ist dann hier oben. Ja, gut, von außen passt es natürlich noch nicht. Klar, warum sollte es auch? Wir haben ja von außen noch nicht viel gemacht. So, jetzt ist aber die entscheidende Frage. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Natürlich mit Stone. Oh nee. So. Ja, den muss ich wieder wegmachen. Da muss ich hoch. 1, 2, 3, 4. Hier, hier, ne? Warte mal. Das ist dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das müsste hier sein, ne? Genau. Und tschüss. Und da kommst nämlich du hin. Und dann kann das hier nochmal weg. Weil hier kommst du hin. Und du hier auch nochmal weg und du auch, weil hier kommst wieder du hin. Ja, also es kommen immer so diese typischen Muster zustande. So, 1, 2, 3. Cobblestone können wir direkt auffüllen. Wir wollen keine Leerräume hier haben. Dann kann man jetzt auch wieder ein bisschen Weißen nehmen. Zack, zack. Und ich überlege, ob ich jetzt hier den Weißen hier in der Mitte wegmache. Und dann hier so einen schönen Balken reinziehe. Quasi wie hier dann, ne? Hier müsste dann auch weg. Und da kommt dann nämlich ein Balken hin. Ein Junge, ein Balken, Junge! Verstehst du das? Könnt mir hier einen Balken durchziehen? Das muss ja auch irgendwie gestützt werden. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. So, dann ist es natürlich so. 1, 2, 1, 2. Da kommt der Balken hin. Zack, zack. Zack und zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. So, hier kommen die Steine wieder hin und die Scheiben können wir eigentlich auch gleich machen. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Und zack, 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 zack. 6. Die hier weg, ne? Bei 6. Wie ist denn das jetzt hier? Warte mal, 6. So, und dann ist das hier.
Ja doch, klar. Dann kommen nämlich hier die beiden hin. 1, 2. Darf ich mal rüber? Dankeschön. So. Dann kommt hier nämlich 6 und dann kommen die beiden drüber. Und dann kommt nämlich hier der hin. Ah, nee, der kommt hier nicht hin. Der hier. Der hier. Der hier. Der hier. Und der hier. Und der hier. Und der. Und hier natürlich auch. So müsste das Ganze jetzt in Ordnung sein. Yes. Na, schaut euch das mal an. So weit, so gut, ne? Und das noch ganze geschlagene 50 Milliarden Mal, bis wir einmal rum sind. Wir könnten natürlich auch das Gebälk schon reinziehen, ne? Wir könnten sagen, wir ziehen das Gebälk rein. Ich überlege, ob ich Fichtenholzbretter direkt nehme oder ob ich richtige Balken nehme. Tendenziell wäre ich ja für richtige Balken. Der Nachteil an richtigen Balken ist, wir brauchen erstmal... Genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Wir brauchen Holz. Lalalalala, Holz haben wir ja hier. Wieder hier hoch und dann hier ein paar Kisten bauen. 8 Stück müssten eigentlich reichen. Das sind 7. Ach so. Ja, ich verstehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, okay, wir brauchen auf jeden Fall später noch eine ganze Menge Lehm. Eine ganze Menge, Junge. So. Juti. Wie war das eigentlich mit Schneebällen, wenn ich die auf den Boden lege? Nee. Und wie war das hier mit Schnee? Weiße Keramik? Schnee. Konnte man da nicht irgendwie Schneeplatten davon machen? Dann guck mal, wenn man Schnee macht, dann kann man 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. So eine kleine Treppe machen quasi. Wo man immer ein Stück höher kann. Das wollte ich dir sowieso schon letztens zeigen, Zeron. Dass man eine richtig schöne kleine Dächer draus machen kann. So, okay. Genug rumgemacht. So, zack, zack, zack. Schwupp. Und was passiert, wenn ich das hier wieder so mache? Nichts. Okay, also schmeißen wir das jetzt einfach mal rein. Schwupp. Wir brauchen Bäume, wir brauchen Bäume. Das heißt, wir brauchen auch Erde. Wir brauchen Erde, Erde haben wir nicht. Es wäre schon einfach, wenn wir jetzt das Bett mitnehmen. Wenn wir jetzt Schwarzeichensetzlinge holen und auch anpflanzen. Oh, oh, das sollte ich nicht zu oft machen. Sonst sind wir schneller tot, als uns lieb ist. Ihr sollt nicht abhauen. Wo seid ihr denn schon wieder alle? Und wir sind immer noch alleine, was einerseits gut ist, andererseits nicht so gut, aber okay. Wenn wir mit Balken arbeiten, dann müssten wir quasi oben durchziehen, die festen Balken. Dann würde ich natürlich Fichtenholz nehmen, weil Fichtenholz oder Eichenholz? Das ist die Frage, nehme ich Fichten oder Eichenholz? Schwarzeiche wollte ich sowieso holen, ne? Okay, davon kann man auch ein bisschen was mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, und den packen wir zurück. Alles klar.
Wir können theoretisch schon wieder schlafen. Möchte ich aber noch gar nicht. Ich möchte ein bisschen hiervon mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt können wir schlafen und das heißt Halbzeit der Folge, Freunde, Halbzeit. Und das ist auch die Halbzeit, wo ich jetzt, oder beziehungsweise ist jetzt dann die Zeit da, wo ich dann auch mit der Aufnahme aufnehmen werde. Ich nehme jetzt seit gut 3 Stunden auf. Das heißt, ich habe das letzte Jahr safe. Dieses Jahr habe ich ein paar Tage safe. Ich habe genug Vorsprung. Dementsprechend kann ich immer weiterarbeiten und im Februar, da habe ich ja kein Internet am PC. Da würde ich, wenn dann, nur über Handy antworten quasi. Weil es halt günstiger ist. Und wie ihr schon seht, da oben wächst das schon ganz, ne? Somit haben wir dann halt, habe ich damit Vorsprung und ihr kriegt trotzdem eine Folge. Ja, das ist halt das Gute. Mal gucken, ob hier Schwarzeichenzepplinge sind. Wenn dann sowieso hier, nein, aber Fichtenholz. Erde, siehst du, danke, dass du sagst, Erde. Hopp. Die Erde darf ich nicht vergessen. Ja, Schwarzeiche. Schwarzeichenholz. Lieber Kyle, vielleicht hast du ja auch ein paar Spenden für mich, hm? Wobei, so nötig haben wir es jetzt auch nicht, von daher, wir werden es überleben. Wir haben jetzt noch ein paar Schwarzeichen-Zepplinge. Warum habe ich so viele Steine mitgenommen? Ich brauche doch gar nicht so viele Steine. Ich brauche eher, eher Keramik. Weiße und schwarze Keramik. Weiße können wir uns ja schön farmen. Aber die schwarze? Moment. Wir haben keine Keramik mehr. Das heißt, wir brauchen Tintensäcke, schwarze Tintensäcke. Alduin müsste noch welche haben. Alduin, da müssten welche sein. Ja, so ist das, ne? Da denkt man, man kommt gut voran. Und dann steht da immer noch nicht viel. Man sieht nicht mal was von hier. Oh ja, ein bisschen. Hallo, warum ist hier die Tür offen? Alduin, hast du, sag mal Alduin, hast du schwarze... Ach ja, hier. Oh. Boah, 2 kannst du eigentlich behalten. Ich mach die mir fix, ne? Ich mach's mir selbst. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, 2 Stack. Das hat's ja jetzt doch nicht gebracht. Dann nehme ich deine Tintensäcke doch. Danke. Hast du noch welche? Nein. Hier? Ja, na klar, hier. Guck dich das an. So, okay. Zack. 8, 16. 32 müssten wir eigentlich hinkriegen. Das sind nochmal 4. Gut. Mehr habe ich leider nicht. Okay, komm, was soll's. Wenn, dann machen wir alle, oder? Dann wird zumindest außen was fertig kriegen. Jo, dann kannst du die behalten, ne? Danke, Sven Miner. Ach ja, so, jetzt müssen wir noch fix zum Forsthaus, um dort Schwarzeichen-Sepplinge zu holen. Und dann ist die Folge auch schon zu kurz. Es sind noch rund 6 Minuten, die wir haben zusammen. Ich muss den ganzen Kram natürlich auch noch schneiden und rendern. Und wir haben es jetzt schon ziemlich spät, also 11:30. In 2 Stunden fange ich schon an. Dass hier alle sind, das gefällt mir gar nicht. Dass sich alle hier rumtreibt, das gefällt mir gar nicht. Da muss ich wohl Eisentore reinmachen, damit da nicht jeder rein kann. Sonst sind irgendwann alle nicht mehr hier, sondern in der Falkenwacht. Schwarzeiche haben wir hier. Davon können wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 32. Ganz schön laut, dieses verdammte Lied. Oh ja. Oh ja, guckt euch das mal. Oh, hallo? Warte, wir gehen da mal hoch. Alter Verwalter, stellt euch das mal schön vor. Also, stellt euch das mal vor. Nein! Nein, jetzt habe ich rausgeswitcht. Oh nein! Oh Mann, ey. Na, man sieht's nicht, ne? Oh Mann! So sieht man's ein bisschen. Das heißt, der letzte Rest wird jetzt wieder gestückelt. Oh nee, eine Sekunde oder so. Och, Mann. Naja, egal. Kriegen wir schon. Wir könnten uns jetzt noch ein bisschen beeilen. Vielleicht schaffen wir es noch, die anzupflanzen. Wir sind immer noch allein. Das ist relativ gut. Ja. Es sind ganz schön viele hier in dem Gang, die sich rumtreiben. Und aus irgendeinem Grund ist da oben ein eiserner Kerl. Wenn ich mich nicht gerade getäuscht habe. Ist der hier drin? Na meiner, was machst du hier drin? Passt auf, dass nichts hier... Ja, gut. Ja, nö, es ist okay. Aber ich würde hier rausgehen, es ist sicherer für dich. Ah, geil, wie kommt der da rein? Das finde ich ja gut. Okay. Ein eiserner Kerl im Silo. Also, Dinge gibt's, die gibt's gar nicht. Gut, aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt hier hoch... 3 Minuten haben wir noch. Schaffen wir es auf jeden Fall noch ein paar Bäume anzupflanzen, denke ich. Damit wir nicht immer runterlaufen müssen, ne? Und irgendwann thront hier oben ein großes Schloss. In dem wir uns dann niederlassen. Denn dieses Schloss, das baue ich für mich. Meine Residenz quasi, wo ich dann leben werde. So, wir brauchen jetzt die Erde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Drei, vier, fünf. Zack, zack. Eins, zwei. Oh, aber es kribbelt in der Nase. Sie ist ja Nasenhaare. Ich habe ein langes Nasenhaar. Das müsste ich eigentlich mal entfernen. Das nervt wirklich. So, dann nehmen wir hier nochmal Erde. Und dann machen wir hier nochmal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und ruhig nochmal hier vorne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da können wir dann noch ein paar Dingensbums machen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist dann hier unsere kleine Farm, wo wir unsere Sachen farmen können. Und ich habe ja hier noch ein bisschen Holz. Das kann ich noch verarbeiten. Ist ja schön, dass wir es doch noch relativ geschafft haben. Baue ich hier wirklich jetzt noch fix das so zu. Zack, passt genau bis hier.
Weißes haben wir nicht, aber wir haben Schwarzes und wir haben hier die hier. Aber wir haben keinen. Ach nee, die haben wir unten. Ist ja egal. Ist ja egal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 6. Glück gehabt. 1, 2, 1, 2, 1. Zwei, zwei, drei, vier, drei, vier, fünf, und wieder Glück gehabt. Ja, und so wird es dann die nächsten Folgen weitergehen hier im wunderschönen Falkenstein. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, tolle Bauten in Falkenstein. In diesem Sinne, tschüss!